Moin aus Hamburg. Freut mich, in meiner Heimatstadt zu sein. Und ihr seht schon wieder hm, tägliches Problem. Direkt dabei, so viele Akten. Tja, Mensch, wie kriegen wir das gelöst? Habt ihr noch ein Tablet dabei? Habt ihr vielleicht noch drei Aktenordner? Naja, wir gucken mal. Kann ich euch dabei helfen? Ich hoffe, ich kann es einmal machen, damit wir ein bisschen besser mit dem Baualltag klarkommen. Wir wollen einmal eine komplette Integration haben, das heißt alle wichtigen Daten zusammen haben. Wir wollen keinen Datenverlust haben, Sie kennen das. Oh, jetzt habe ich wieder meinen Aktenordner vergessen. Die Annullpläne sind nicht rechtzeitig rausgekommen. Ich möchte auch keinen Kommunikationsbruch haben zwischen den einzelnen Gewerken, möchte das ganze auf den Blick haben, was sind meine täglichen To-dos, aber auch wie kriege ich das ganze verbunden untereinander? Das heißt, die Gewerke sollen doch wissen wer baut miteinander auf. Sie kennen das System und die Theorie des Leans. Das heißt, Sie müssen auch eine perfekte Auslastung hinkriegen. Sie müssen auch die entsprechenden Gewerke gliedern. Und das ist das Schöne, das können Sie direkt in der BIM-Kosmos-Plattform miteinander erarbeiten. Das heißt, wir verbinden den Lean-Gedanken mit dem BIM-Projekt. Und das Ganze digitalisiert. Das heißt, egal ob Sie in der Planung unterwegs sind, ob Sie auch in der Konstruktion unterwegs sind oder auch Ausführung bzw. Verwaltung. Die digitale Kette unseres Produktes ist sehr vielfältig. Das bedeutet, Sie können die komplette HRI damit abdecken. Das ist ein Riesenvorteil von unserem Produkt. Welche User können denn damit arbeiten? Vielleicht der eine oder andere, nicht ganz von der Baubranche, sondern ist... Äh, aus einem anderen Bereich. Auch diese Bereiche können entsprechend mit unserem Produkt arbeiten. Dann gucken wir doch einmal rein. Ist natürlich ziemlich kompliziert. Sie kennen das. Kurz mal anmelden mit einer Microsoft-ID. Bestimmt haben Sie alle im Browser, egal wo es ist. Die Daten sind immer bei Ihnen. Sie haben die Möglichkeit, über verschiedene Speicherorte das direkt abzurufen. Am besten über SharePoint. Sie finden alle relevanten Informationen direkt im Produkt. Sie haben die Möglichkeit mehrere Projekte parallel damit zu erstellen, das heißt, nicht nur ein Projekt mit dieser Software zu erledigen, auch nicht nur einen Terminplan oder Meilensteine zu erstellen. Sie kennen das Problem verschachtelte Meilensteine, das ist für uns überhaupt gar kein Problem und auch die Terminübersichten, so wie Sie das wünschen, kann das angepasst werden, gefiltert werden, natürlich auch hier die entsprechenden Anordnungen. Das heißt, wir sind super variabel. Sie stellen Ihre innovativen Daten einfach so ein, wie Sie es gewohnt sind, haben den kritischen Pfad. Das heißt, Sie können die optimalste Auslastung äh, Ihres ganzen Projektes sehen, Ihres Teilauftrages. Und das verbinden wir nun auch mit einem BIM-Projekt. Das bedeutet, wir wählen uns die entsprechende Aufgabe aus und von den Aufgaben kommen wir direkt dann zu der Detaillierung. Wo ist überhaupt das Ganze im Viewer? Sie sehen, wir können live auf die Daten zugreifen. Sie haben die Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Ich brauche jetzt das Gewerk von der Außenverkleidung. Das möchte ich mir direkt darstellen über den Typ der Aufgabe. Und wir bekommen das halt sehr geschmeidig einmal auch hin, dass man das sieht, was miteinander verbunden ist. Der kritische Pfad symbolisiert mir halt auch, welche Projektabläufe habe ich hintereinander weg? So. Ich brauche keine großen Akten. Ich kann meine täglichen Stands machen mit meinen Gewerken. All das kann ich direkt erledigen auf der Baustelle vor Ort. Welche Funktionalität habe ich? Sie können es auf jedem Endgerät natürlich nutzen. Sie haben aber auch das Ganze äh, über große Screens und solche Sachen mobil, mobil jederzeit dabei und brauchen nicht, wie ich hier noch. Mit so ein paar alten Plänen umher. Ob die noch aktuell sind, wenn ich auf der Baustelle ist, weiß ich nicht. Im Programm weiß ich immer, dass die aktuellsten Sachen vorhanden sind. Ja, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne vorbei am Stand. Ich freue mich, Sie in Hamburg begrüßen zu dürfen und sage Danke an alle und ja, Dankeschön.